Hallo und herzlich willkommen zurück zu Foundry. Was hat der uns zu sagen? Hallo? Oh, Fertigungslinie? Ja. Ganz deiner Meinung, wenn wir ein Fließband anschmeißen, werden die Möglichkeiten endlos sein. Das ist klar. Produziere einmal Service-Roboter. Service-Roboter? Service-Roboter. Wartungsdrohne. Die muss ich bauen. Was brauche ich denn dafür? Roboterteile mache ich. Hydraulische Kolben. Hydraulische Kolben. Mache ich aus was? Stahlträger und Ulomit mit niedriger Dichte. Oh Mann. Ulomit mit niedriger... Kommt das hier raus? Nee, das ist Treibstoff, ne? Ulomit mit niedriger Dichte hatte ich doch da hinten irgendwo. Glaube ich mal. Wird das hier gemacht? Das war's nicht. Das hier könnte sein. So, der braucht Ulomit Gas und Wasser. Nee. Ulomit Gas. Alter. Eingang Ulomit macht Ulomit Gas. Okay. Dann brauche ich noch so ein Ding. Mit Ulomit niedriger Dichte. Wohin? Ja. Hier ist noch Platz. Baue ich sie hier hin. Nee. So. Ich glaube, ich brauche noch mal ein paar. Warum ist jetzt die Schrift hochkant? Ziehen zum Horizont. Warte mal. Schon irgendwie seltsam. Nehmen wir den Sachen. So. Ja, mehr geht nicht. Ulomit mit niedriger Dichte. So. Das kam so weit, wie es geht halt. Na? Wie viel habe ich noch? Stimmt nicht mehr viele, ne? Das dachte ich mir so ungefähr. Klack, 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 klack. Strom läuft, sehr gut. Subi. Wie sieht's aus, ne? Sieht man das auf der Karte? Oh ja. Wie weit kann ich noch? Jo, ungefähr bis hierhin. Wird schon gehen. Nächstes werden uns wahrscheinlich die Eisenstangen ausgehen. Ja. Nicht ruckeln.
produziert hier null Ton. Okay, der Platz sollte reichen. Also, Olomit mit niedriger Dichte muss ich produzieren. Dazu brauche ich wieder Raffinerien, glaube ich. Was ist das hier? Wasser? Ne, Wasser ist unten. Was ist das? Unser Olomit. Olumit. Das heißt ja nicht Olomit, sondern Olumit. So, das kann hier hin. Okay. Haben wir noch Raffinerien am Start? Chemischer Verarbeiter? Gießerei? Nein. Haben wir nicht. Gut, dann müssen wir welche bauen. Wie viel baue ich? 4? Chemischer Verarbeiter? Lichtbogenofen? Nee, nee, der ist es nicht. Gießerei ist es nicht. Hier, Destillationskolonne. Ich glaube, die sind's, ne? Destillationskolonnen. Oder nicht? Warte mal. Ja doch. Mach mal 3 Stück. Dann sehen wir das ja gleich. So. Destillationskolonne. Wie macht er die jetzt hin? Ja, der ist noch gar nicht fertig. Jetzt sind sie hier. Was machen die denn hier? Ja, stell dich mal dahin. So, die sollen bitte machen. Olomit. Mit niedriger Dichte, ne? So, wo ist der Eingang? Hier ist Eingang Roholomit. Dann könnte man das ja schon fast so stehen lassen. Hier kommt raus Abgase. Und hier kommt raus Holomit mit niedriger Dichte. Okay, dann stelle ich den doch anders hin. Ich stelle den so hin, ne? Dann geht Olomit mit niedriger Dichte, geht wo raus? Zu mir. Hm. Mache ich halt ein bisschen Platz zwischen. Hier. Konfiguriert doch. So, die Zeichen sind unten. Hier, ne? Eingang Roholomit. Okay. Hier ist nix, dann. Hier ist nix. Okay, dann kann ich das Roholomit hier dran machen. Nicht genügend Rohre? Oha. Hier oder da? Nee, da. Also hier schon richtig. Das ruckeln, ne? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal abgekackt, das Spiel. Immer was so ruckelt.
So. Nicht so. Hier muss doch so ein Island. Zwar. Oh, warte. Das geht ja so gar nicht. Nee. Nee, muss ich, ich nehmen. Nee. Ich muss noch mal einen anderen nehmen. Den da. Der passt hier. Ja, perfekt. Hole mit Eingang und hole mit Eingang. So, dann. Gehen wir hier mal. So. Auch nicht. Da lang. Dann ziehen wir dich nach hinten. Ungefähr hier hin. Und hier muss wieder so ein Teil hin. Da. Und hier. Ja. Sehr gut. So, dann braucht er noch einen Schornstein. Den kann ich hier hinbauen. Habe ich noch einen? Bestimmt nicht. Gasfackel. Die kommt dann irgendwo hier hin. So, okay. Hier ist der Ausgang, ne? Ausgang Abgase. Kommt immer hier raus. Sehr schön. Mach ich das so? Hier kommt ein so ein Ding hin. Zwei überm Boden. Also so. Ah. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Und so. Keine Rohre mehr.
sein. Wahrscheinlich wieder viel zu groß gedacht, das hier. Gasfackel funktioniert noch nicht. Rezept ändern. Nee, ich will Rohöl mit haben. Okay. Aber wieso produziert ihr denn noch nichts? Ah. Kann ich. Kann er nicht. Jetzt aber. Jetzt Qualm raus. Los, lass da Qualm rauskommen. Abgase kommen, sehr gut. Er produziert Roholo mit. So, was will ich machen? Wollte herstellen? Nein. Hier, die Dinger, ne? Stahlträger und Roholo mit. Okay. Im Flüssigkeitsfertiger. Flüssigkeitsfertiger? Den eben, also letztens nicht kaputt gemacht. Flüssigkeitsfertiger. Na, mach mal. 4 Stück. Ja, sollte mal für den Anfang reichen. So. Stahlträger. Die sind hier hinten. Ja, hier schlecht raus, ne? Ist ja alles schon zugeballert. Nee. Komm ich da durch? Nee, da, hier ist immer auf Höhe 2. Nee, komm ich nicht. Also muss ich mit dem Stahlträger hier raus. Dann ist es so, wie es ist. Dann kann ich es nicht ändern. 5. Ja, genau. Macht nichts. Ich muss den sowieso noch einstellen. Mach mir hydraulische Kolben. Genau. Da einen hin. Da einen hin. Die machen alle hydraulische Kolben. Kolben, so. Kann ich jetzt hier mit dem Stahlträger hoch? Das ist eine gute Frage. Da würde gehen. Geht er auch da? Ne, da geht er glaube ich nicht. Da runter. Dann ich hier. Okay. Und dann hier so lang. Könnte die aber auch hier hinstellen. Moment, wo geht das? Oh, oder mit drin? Wo geht das? Auf der Rückseite. Ja. Okay, gut. Dann sind sie halt falsch rum. Kommt ja hier raus. Nicht wahr? Jo, tut es.
Ich brauche eine Leitung. So. Okidoki, in die Richtung geht's ja nicht weiter. Warte, da mache ich doch hier so ein Knubbel hin, so ein Ding. Dann kann ich in alle Richtungen. So, die werden jetzt nochmal verbunden. Okay. Wo ist es? Nein, nicht das. Das. Komm schon. Schließ dich an. Ah, nee, nicht da. Ja, müsste gehen. Keine Rohre mehr. Mann. So. Stahlträger mache ich auch von hinten, glaube ich, drin. Ja. Sollte so gehen. So. Jo, zwei Bänder habe ich ja keine mehr. Hallo. Hier hin. Dann berg runter. Das muss dann wieder hier hin, ne? Aufs Band. Okay. Schauen wir mal. Wie viel braucht er denn? 360 Rohölomit. Olomit niedriger Dichte. 360. Wie viel habe ich hier stehen? 1, 2, 3, 4. Okay. 960, ne? 980. Was macht der? 1500. Okay. Mal wieder zu groß geplant. Aber macht ja nichts. Anschalten kann ich sie immer noch. So. Sollte vollkommen ausreichen. Kommen zwar nicht viele raus, aber so ein paar. Kann ich vielleicht noch ein paar mehr von denen bauen? Warte.
Ja, mache ich mal 8 Stück. Dann 360 mal 8 sind 1880, warte mal. Oh, 1880, okay. Das würde ja bedeuten, wenn einer 1500 macht, dann brauche ich ja Minimum 2. Genau. Viel Stahl wird ja nicht gebraucht. Keine mehr? War ja mal wieder zu befürchten. Ah, Mann. Sollte ich die auch automatisieren? Nee. Quatsch. Blödsinn. Brauche ich nicht. So, jetzt muss mal gucken, ob das Stahl hier leer läuft oder auch nicht. Ach nee, guck mal. Das Ding ist schon voll. Ja, dann mache ich hier noch ein Lager hin. Wie wäre das? Lager, Lager, Lager. Ein kleines? Ja. Ich glaube, das reicht. Und zwar kommt das dann hier so hin. Zwei geht die ab. Dann gehen sie hier rein. Genau. Eier, da. So. Dann brauche ich nochmal den hier, und zwar einen Eingang. Kommt er dahin. So, dann kann er das Lager voll machen. Perfekt, gut. Wir haben hydraulische Kolben am Start. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, gehabt euch gut und tschüss.